Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute sind wir dabei, einen neuen Kurs zu beginnen, und zwar den TDI Cavern Kurs mit meinen drei Jungs aus Deutschland. Und die hole ich jetzt gerade ab. Moin. Guten Morgen. Alles frisch und munter. Gut geschlafen, ja, wunderbar. Also gut sehen sie ja aus, da sind wir dann mal, gucken wir dann mal, wie das Ganze läuft. Ja, da haben wir sie alle sitzen und jetzt geht es erstmal los mit dem ganzen Papierwust und mit der Einführung und mit ein bisschen Theorie. Und ihr seid mit dabei. Viel Spaß! Der erste Tag ist geschafft, Theorie ist gemacht, Ausrüstung ist vorbereitet und los geht's zu einem unserer wunderschönen Strände. Und hier geht es das erste Mal am Strand ins Wasser. Und jetzt wird sich jeder fragen, hallo, wir machen doch Höhlenkurs. Ja, aber das, was wir gelernt haben an Leinenarbeit, sollte erstmal im Freiwasser ausprobiert werden. Und das ist auch das, was ihr jetzt hier im Grunde genommen in diesem Strandabschnitt seht, dass die Jungs nach dem berühmten Bodycheck, Bubblecheck, Lightcheck dann ihre erste Arbeit machen unter Wasser mit dem Riel. Hier wird also alles dann nochmal angewandt, was an Land ja schon geübt wurde, nur jetzt halt reell unter Wasser. Das heißt also, wenn es geht, schön in schwebendem Zustand. Hier wird das Riel verlegt, wunderschön, irgendwo an Steinen festgemacht, wird verlegt. Und dann macht man die gleichen Übungen, die man im Grunde genommen an Land schon gemacht hat. Man folgt der Leine mit Augen auf, Augen zu. Man macht Long-Hose-Übungen, das heißt also, man teilt die Luft mit dem Partner, Augen auf, Augen zu, und macht diverse Übungen, die notwendig sind, die man beherrschen sollte, bevor man in ein Overhead-Environment, also in eine Umgebung ohne direkten Aufstieg, können sollte. Neben der Leine folgen sind natürlich auch Übungen, wie ihr jetzt hier seht, Maske abnehmen mit Kontakt zur Leine, Maske wieder aufsetzen, sind notwendig und die sollten beherrscht werden. Erst wenn das alles sitzt, geht es weiter in den Kavernenbereich. Hier sind wir also kurz vor der Kaverne. Hier geht es neben Leine legen auch um die Gruppenkommunikation. Wie ist die Gruppe formiert? Wie geht es in die Kaverne hinein? Wie kommt man wieder hinaus? So, also einer legt die Leine, die anderen folgen und los geht's. Das haben meine Jungs wunderbar alles gemacht und nach 2 Tagen Arbeit in den Kavernen im Freiwasser ist der Kavernenkurs bestanden. Und es kann ohne Probleme weitergehen jetzt mit dem 2. Schritt, dem Intro to Cave Diver. TDI hat 3 Schritte, das ist der Kavernenkurs, der Intro-Kurs und dann kommt der Full Cave Diver-Kurs. Aber eins nach dem anderen und jetzt hier nach diesem Freiwasser geht es weiter jetzt zu Cueva de Agua für den Intro to Cave Tauchkurs. Wo sind wir heute? Ihr wart schon mal hier mit mir, ich habe schon mal Bilder gezeigt. Wir sind heute bei der Cueva de Agua auf der Isla Plana. Und hinter mir seht ihr unseren Transporter. Und wir sind kurz vorm Auspacken und vorm Starten. Ja, wir haben einen guten Tag erwischt, es sind viel los. Es ist eine Gruppe im Wasser. Und da geht es heute los, der erste Tag für Intro to Cave. Da sind wir halt das erste Mal jetzt raus aus dem Cavern-Bereich und gehen in die Höhle hinein. Und ich bin mal gespannt, wie es wird und wie es aussieht da oben. Ihr Lieben, hier haben wir die Karte der Cueva de Agua. Ihr seht, die ist natürlich riesengroß, eine der größten Höhlen in Spanien, was das angeht. Wir werden heute hier im Eingangsbereich bleiben. Hier vorne ist der Kavernenbereich. Wir werden von da dann so Stück für Stück in die Höhle im Grunde genommen hineingehen und werden dann mal schauen mit unseren Übungen, wie weit wir kommen. Ja? Das ist also der Plan. Also wir werden nicht hier hinten zu finden sein, sondern wenn, dann hier vorne im vorderen Bereich. Das ist die Idee. Ja? Und hier neben geht der Weg
so langsam nach unten. Man muss das ganze Equipment natürlich schleppen, das ist ganz klar. Ja, also hier könnte man ein Seil einhängen und dann da die ganze Ausrüstung schön runterlassen und muss also nachher auch dann wieder hoch ziehen das Ganze. Wir sind so stark, wir tragen runter und wir tragen wieder hoch. So. Aber dass ihr mal seht, wie das da abläuft. Hier da direkt einer schon seine Sachen hoch. Guckt, da seht ihr ihn tragen. Und ganz da unten in der Ecke, da seht ihr die Taucher blitzen mit ihren Tanks, mit ihren Lampen. Und da müssen wir hin, Freunde. Da müssen wir hin. So, und wie das da unten aussieht, das seht ihr gleich. Bleibt dran. Nachdem die Ausrüstung von oben von der Straße runtergetragen wurde bis zu dieser Plattform, braucht man schon einen Moment und dann geht es ins Wasser. Hier wird sich in Ruhe angezogen, hier wird alles nochmal überprüft, gecheckt, bevor es dann losgeht. Einer der Gruppe hatte die Aufgabe, die Leine zu legen vom Eingang zum Hauptseil. Und das Problem in der Cueva de Agua ist natürlich, wir haben hier einmal Meerwasser und zum zweiten haben wir Thermalwasser. Das Wasser also unten ist mal eben 28 Grad und das bedeutet natürlich extremste Tarierungsprobleme. Das heißt, wir müssen den Auftrieb von Süß- und Salzwasser relativ schnell ausgleichen, ohne jetzt unsere Tarierung zu verlieren. Denn wenn wir hier Bodenkontakt haben oder hätten, dann würden wir ganz schnell die Sicht verlieren, was man auch nachher gleich wunderschön sieht, wenn also da der Kontakt zum Boden in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Hier habt ihr mal so ein paar Eindrücke von dem Eingangsbereich der Cueva de Agua bis zum Hauptseil, denn dort wird unser Seil dann verbunden, was man also hier sieht. Und ihr merkt schon sofort, je länger man an diesem Platz verweilt, desto schlechter wird die Sicht. Aber auch hier, meine Jungs haben das relativ gut gehandelt und auch gut gemacht. Da wird noch der Cookie dran gebaut und weiter geht's. Ihr seht schon, bedingt natürlich durch die Bewegung, die man doch ein bisschen hat, ist die Sicht gleich schon relativ stark beeinträchtigt und das erschwert natürlich die Navigation gerade in dieser sehr anspruchsvollen Höhle. So, meine Freunde, da sind wir schon wieder auf dem Weg von der Isla Plana hoch Richtung Gandia. Das sind dann mal eben ganz locker 3 Stunden Fahrt, die wir jetzt von hier dann da hoch auf uns nehmen. Aber ich denke mir, hier meine drei, denen werden gleich so die Augen zufallen und die werden dann erstmal ihr Mittagsschläfchen machen. Und der Uwe muss hier ran, ne? Der muss ran ans Werk. Und muss dann halt gucken, wie er sie gesund und sicher wieder nach Hause bringt. So, ob es Ihnen gefallen hat, ja, das müssen wir dann nochmal in einem separaten Interview, müssen wir dann da nochmal gucken, ob wir das rausfinden. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was für einen Weg ich hier überhaupt fahren muss. Das ist wieder geil. Da bin ich nämlich noch nicht so schlüssig. Gut, tja, schauen wir mal. So, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Glückwunsch an meine drei Schüler. Der Kavernenkurs ist mit Bravour bestanden. Den Intro to Cave Diver mussten wir ein bisschen verschieben, da wir bei der Cueva de Moraic extrem starke Strömungsverhältnisse hatten und nicht in die Höhle hineinkamen, weil extrem Wasser aus der Höhle rauskam. Und somit ist der Intro to Cave eigentlich nur halb abgeschlossen und die andere Hälfte müssen wir auf einen neuen Termin legen. So, nochmal Glückwunsch an alle Teilnehmer und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch was, euer Uwe.